Hallo, liebe Freifam-Zuschauer. Wir feiern heute das fünfjährige Bestehen von Freifam. Wobei, da gibt es ja nichts zu feiern. In dem Sinne, warum braucht man in Deutschland eine Bewegung wie Freifam, die mit investigativem Journalismus das Unrecht, dass Jugendämter und Familiengerichte begehen, aufdeckt? Warum braucht man sowas in Deutschland überhaupt? Ja? Also das, was ich vor 5 Jahren gegründet habe, mit dem ersten Artikel auf freifam.de, veröffentlicht am 9. April 2018, sollte es eigentlich gar nicht geben müssen. Also, ja, es gibt uns 5 Jahre, ja. Es ist toll, dass es Leute gibt, ja, dass ich da nicht mehr alleine bin, dass es andere gibt, die da mithelfen, mitmachen, dass wir auch Fallbetreuung machen. Wir werden ja auch morgen die konstituierende Sitzung zur Freifarm-Charta haben und uns damit eine formalere Struktur geben, ja, wenn auch eine dezentrale und offene. Ja, das ist alles toll, aber eigentlich hätte ich Freifarm vor 5 Jahren gar nicht gründen müssen sollen. Es sollte eigentlich keinen Grund für Freifarm geben. Es ist eine Schande, dass es in Deutschland notwendig ist, in die Öffentlichkeit zu gehen, um sich gegen Übergriffe des Staats, die völlig grundlos sind, in die Erziehung der Kinder zu wehren. Und das mache ich ja schon seit 5 Jahren. Ja? Und was ich jetzt gern machen würde in dem Video ist, ich führe euch mal so durch die Zeit, die 5 Jahre, und dann gebe ich euch mal einen Ausblick auf das, wie ich mir die Zukunft von Freifam vorstelle. Gehen wir also mal zurück in die Zeit, 9. April 2018, habe ich ja gesagt, da habe ich den ersten Artikel veröffentlicht auf freifam.de, und da war ich ja eigentlich alleine. Zu der Zeit, ich habe die Website selbst aufgebaut. Ja, ich kenne mich mit Programmieren aus. Das Ganze läuft auf WordPress. Und habe dann den ersten Artikel veröffentlicht. Damals war es so, ich habe noch ganz allgemein über das Wechselmodell geschrieben. Ja, ich habe keine Richter genannt, keine Jugendamtsleute, Politiker und so weiter. Ich habe ganz allgemein darüber geschrieben. So ungefähr ein Jahr lang. Und ich habe auch dann, als ich das gemacht habe, gemerkt, warum ich es mache. Ganz einfach, um psychisch gesund zu bleiben. Ja, ich musste das, was in mir los ist, loswerden. Ja, nach draußen. Ich musste es teilen. Ich wollte mich mitteilen, und ich habe gemerkt, das hilft mir bei meiner psychischen Gesundheit. Ich bin ja selber Atheist, ja, aber ich finde, da ist was dran, ja. Am Anfang war das Wort. Mit dem Wort, ja, am Anfang war das Wort, steht in der Bibel, und es steht ja in Genesis drin, also die Entstehung der Welt. Da steht drin, am Anfang war das Wort, ja, und da steckt sehr viel Wahrheit drin. Mit unseren Worten kreieren wir unsere Welt. Und ich musste einfach mich mitteilen, um da eine Gegenwelt zu kreieren und um psychisch gesund zu bleiben. Auf jeden Fall, das habe ich so ein Jahr lang gemacht, und dann ist nach einem Jahr, ja, im Mai 2019, ist dann die älteste Tochter von meinen 4 Kindern zu mir geflüchtet von der Mutter, ja, weil es war absehbar, dass das Oberlandesgericht Stuttgart entscheiden wird, dass die Kinder bei der Mutter bleiben. Die wurden angehört vom OLG, wurden massivst manipuliert von der Mutter und ihrer Familie und dem Umfeld. Und eigentlich wollten die das Wechselmodell, aber dann haben sie die älteste Tochter so psychisch unter Druck gesetzt, dass sie vor Gericht gesagt hat, ja, und die anderen Geschwister sind ihr dann gefolgt in dieser Aussage, dass sie bei der Mama leben wollen.
und aber den Papa so oft besuchen wie möglich. Ja, weil die Mutter hatte ihn vor der Anhörung versprochen, ja, ihr könnt zum Papa so oft ihr wollt. Und nach der Anhörung war das natürlich Pustekuchen. Ja? Dann hat die Mama das nicht zugelassen. Ja? Die Kinder haben gesagt, wir wollen zum Papa, haben sie gesagt, geht nicht. Und da ist dann die älteste Tochter zu mir geflüchtet im Mai 2019. Und da war es dann erstmals so, dass der für uns zuständige Richter, der Dr. Markus Bühler, da dann entschieden, ja, die soll bei mir bleiben. Und das Jugendamt, das hat dem aber nicht gefallen, ja. Weil es war ja so, der Grund, warum ich alle vier Kinder zuerst nicht freisehen durfte, war ja, dass ich mit ihnen über das Wechselmodell gesprochen habe. Das sei eine Kindeswohlgefährdung, hat der Dr. Markus Bühler auf Empfehlung des Jugendamts hin entschieden. Also, das muss man sich mal geben. Ich sage meinen Kindern, wenn ihr wollt, ja, habt ihr das Recht, bei beiden Eltern zu leben. Und das hat man mir als Kindeswohlgefährdung ausgelegt, dass ich so ein schlimmer Papa bin, dass ich meine Kinder nur noch 2 Stunden alle 2 Wochen unter Beobachtung von 2 Frauen ja, sehen durfte. Auf jeden Fall, da komme ich nachher noch drauf zurück. Also Mai 2019, älteste Tochter kommt zu mir. Das passt dem Jugendamt nicht. Was macht das Jugendamt? Da gab es dann nämlich, ich glaube, es war Oktober 2019, gab es eine Verhandlung. Da haben die maximale Attacke geritten und wollten ein psychologisches Gutachten machen lassen und mir das Sorgerecht wegnehmen und mir und auch meiner Ex-Frau, ja, nennen, wie heißt's, das fällt es mir gar nicht ein, eine andere Person ernennen, ja, auf die das Sorgerecht übertragen wird, die dann so lange, ja, bis das Gutachten fertig ist, das Sorgerecht über meine älteste Tochter hat. Ja. Also das Jugendamt hat argumentiert, ich würde dem Gutachten sowieso nicht zustimmen, ja, deshalb müsste man mir das Sorgerecht entziehen. Reine Erpressung, weil man muss ein Gutachten nicht machen. Das Jugendamt hat den Trick angewandt und gesagt, ja, der Vater, finden wir, gefährdet die Tochter, ja, weil er mit ihr über das Wechselmodell redet, während die bei mir ist. Und das muss man gutachterlich feststellen lassen. Und wenn es der Vater nicht macht, ja, nicht mitmacht beim Gutachten, dann ist es quasi eine Gefährdung. Und das Gericht soll dem erstmal das Sorgerecht wegnehmen, damit man dieses Gutachten machen kann und die Gefährdung feststellen. Ja, im Grunde stand es ja von vornherein schon fest, dass es als Gefährdung gelten soll. Warum sonst hätte man mir dann sozusagen auf Vorrat, was laut Verfassungsgericht sowieso nicht geht, das Sorgerecht wegnehmen sollen. Ja? Und da habe ich dann auf Anraten meines Anwalts damals, was ich heute für falsch halte, was der da gesagt hat, der hat mir angeraten, ich soll mich auf alles einlassen, was das Jugendamt will. Ja, dann wollten die, dass ich eine Schweigepflichtentbindung mache für Ärzte, Schule und so weiter. Ja, die haben alles Mögliche von mir verlangt, damit ich mich da quasi unterordne, entblöße und die dann stochern können und irgendwas suchen können, was sie mir dann anhängen können. Ja, und da ist das Jugendamt sehr erfinderisch. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ihr seid grenzenlos brutal beim Jugendamt. Ja, ihr habt überhaupt keinen Anstand. Es ist doch scheiß Drecks, egal wie es meinen Kindern geht. Hauptsache, ihr verhindert, dass die übers Wechselmodell aufgeklärt werden, ja, was mein gutes Recht ist als Elternteil. Und ihr geht da so massiv brutal vor. Jetzt reicht es. Jetzt gehe ich in die Öffentlichkeit und jetzt nenne ich die Leute, die verantwortlich sind. Ich muss mich wehren in der Öffentlichkeit. Und da fing es dann überhaupt erst an, dass ich über unser Verfahren berichtet habe und alle genannt habe: Richter, Jugendamtsmitarbeiter, Gutachter und so weiter. Es war reine Notwehr. Ich musste in die Öffentlichkeit, um dieses perfide Jugendamt in seine Schranken zu weisen. Okay, also Oktober 2019 war diese Verhandlung, wo klar wurde, das Jugendamt Alb-Donau-Kreis benutzt meine Kinder und meine Meinungsfreiheit zum Wechselmodell,
zu unterdrücken. Ich wurde erpresst mit meinen Kindern politisch und ich habe gemerkt, die hören nicht damit auf. Ja. Also bin ich massiv in die Öffentlichkeit gegangen, um mich zu schützen. Also was blieb mir auch anderes übrig? Ja? Man will meine Meinungsfreiheit unterdrücken, indem man mir die Kinder, ja, die drei hat man mir sowieso schon genommen, die habe ich da schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Und die Älteste, die zu mir geflüchtet ist, aus dieser Meinungsunterdrückung bei der Mutter, weil dort durfte natürlich nicht über das Wechselmodell geredet werden, auch nicht über den Papa, dass man den zu dem will. Ja. Dort wurden sie unterdrückt bei der Mutter, ihr Wille gebrochen. Die ist da ausgebrochen zu mir und jetzt wollte das Jugendamt die quasi noch, ja, das wäre dann in logischer Konsequenz, dann hätte man die ins Heim gesteckt, um ihren Willen zu brechen. Ja? Also diese meine älteste Tochter, die einen starken Willen hat, zum Vater will und sich nicht vom Jugendamt und von ihrer Mutter brechen lässt, in ihrem Wunsch mit dem Vater zusammen zu sein und die ja auch das Wechselmodell immer wollte. Ja? Also es blieb mir nichts anderes übrig, als in die Öffentlichkeit zu gehen. Und noch eine Sache zu meinem Fall, um den es ja hier in dem Sinn gar nicht geht, sondern halt um die Entwicklung von Freifam. Wie kam es zu dem, was wir heute machen? Es ist auch so, dass das Amtsgericht Ulm und wie ich ja in mehreren Videos gezeigt habe, dann in der Folge auch andere Gerichte, bei dieser politischen Erpressung locker mitgemacht haben. Also der Dr. Markus Bühler hat in der ersten Entscheidung im Oktober 2018 gesagt, ich würde meine Kinder gefährden, weil ich mit ihnen über das Wechselmodell rede und auch Freifam. Ja, die Website würde meine Kinder gefährden. Also noch klarer kann ja ein Gericht es nicht formulieren, dass es die Meinungsfreiheit durch Kindesentzug unterdrücken will zum Thema Wechselmodell. Okay, so viel dazu. Und das war im Grunde der einschneidende Punkt, wo ich dann, ich glaube, ab Januar 2020 habe ich dann auf Freifam knallhart veröffentlicht, die Namen genannt. Und seitdem machen wir das auch in anderen Fällen, wo es keine andere Möglichkeit gibt, die Kinder vor einem übergriffigen Staat, der sich nicht an die Wahrheit, nicht an die Fakten hält, sondern nur an seine Erziehungsdoktrin, die Kinder davor zu schützen. Okay, in der Zwischenzeit kam der Klaus Fiegel dazu. Das ist der Vater hinter dem Wechselmodellbeschluss von 2017. Mit dem habe ich dann ganz engen Kontakt aufgebaut. Er hat dann quasi bei Freifam die Fallbetreuung gemacht. Ich habe mich auf das Journalistische konzentriert. Die Jessica Zelzer kam dazu, die als Mutter das Wechselmodell wollte, aber ihr die Kinder weggenommen wurden. Die zwei und das Sorgerecht genommen wurde, ja, immer dasselbe Schema. Und da konnten wir dann einiges bewegen, auch durch Öffentlichkeitsarbeit. Was ich durch meine Veröffentlichungen geschafft habe, ist, dass man mir die älteste Tochter nicht weggenommen hat, ja. Also das hat funktioniert. Ich konnte den Status quo schon mal beibehalten. Okay, dann war es so, dass ich über den Dr. Markus Bühler geschrieben habe. Und da habe ich geschrieben, dass ich mich mit einem Psychotherapeuten unterhalten habe über die Kindheit des Dr. Markus Bühler und habe noch einen Artikel geschrieben, dass das, wie der Dr. Markus Bühler entscheidet, sehr an die schwarze Pädagogik erinnert und habe einen Artikel verlinkt zur Zeit, ja, dem Wochenmagazin aus Hamburg, wo es darum ging, wie die Erziehungsvorstellungen aus der Nazi-Zeit, ja, das ist das, was die Johanna Harrer in ihren Büchern propagiert hat, noch bis in die 80er Jahre rein nachgewirkt hat und noch heute Auswirkungen hatte. Und da hat man mich dann angeklagt von der Staatsanwaltschaft, weil ich gesagt habe, der Herr Dr. Markus Bühler ist ein mutmaßlicher Sadist. Und das war dann eine Anklage, weil man gesagt hat, es sei eine Beleidigung. Also, wenn es eine Beleidigung ist, dann die Beleidigung der Wahrheit durch das Gericht. Auf jeden Fall schlussendlich wurde ich da verurteilt, musste 2.800 Euro zahlen. Ja, ging vom Amtsgericht Ehingen zum Landgericht Ulm und das Oberlandesgericht Stuttgart konnte da keinen Rechtsfehler erkennen. Ja. Dann habe ich beim Verfassungsgerichtshof in Stuttgart Beschwerde eingelegt und jetzt gerade liegt das Ganze beim Bundesverfassungsgericht. Strafe habe ich schon gezahlt. Mal gucken, wie es ausgeht. Ja.
Weil ist der Herr Dr. Markus Bühler ein mutmaßlicher Sadist? Ich finde schon. Ja? Weil wenn ich den Kindern den Vater nehme, weil er mit ihnen über das Wechselmodell redet, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Es hat nichts mit der demokratischen Erziehung zu tun, ja, nichts mit Meinungsfreiheit. Ob er selber jetzt persönlich sadistisch ist oder in einem System arbeitet, das sadistisch ist, ist ja dabei völlig oft. Ja. Egal, das war quasi der erste staatliche Angriff auf Freifam. Und ich glaube, letztendlich wurde dann im November 2021 am Landgericht entschieden und ein paar Monate später OLG und dann war das Ganze rechtskräftig. Okay, erster Angriff auf Freifam, was unsere Kritik an Richtern angeht und vor allem, was unsere, wie soll ich sagen, unsere Art der, also die Worte, ja, ich habe da im Grunde eine eigene Sprache entwickelt, wie ich die psychische Gewalt, die der deutsche Staat gegen Trennungsfamilien verübt, wie ich die in Worte fasse. Ja, und das ist ein Mix aus Psychologie und ein Mix aus Jura und eben so verpackt, dass es einfache Leute verstehen, ja. Nur Richter nicht. Die haben da irgendwie, fehlt da denen dann die Fähigkeit, wobei ich nicht glaube, dass die zu dumm sind, es zu verstehen, sondern die verstehen es schon, ja. Aber die stellen sich dann dumm, ja, wie zum Beispiel in diesem Urteil, dass es eine Beleidigung sei, dass, wenn ich da den Dr. Markus Bühler einen mutmaßlichen Sadisten nenne, da wurde so argumentiert, dass ja die Leute eh nur die Überschrift lesen und nicht den Rest. Und die Überschrift selber ist ja schon eine Beleidigung. Also man hat sich den Kontext gar nicht angeschaut. Man wollte mich da einfach verurteilen. Und ja, der zweite Angriff läuft ja gerade vor dem Landgericht Ulm. Da hat jetzt der Landtag von Baden-Württemberg gegen mich geklagt. Ich soll unterlassen zu behaupten, dass die Landtagsdirektorin, die in unserem Fall eine zuständige Richterin war, dass die bei der politischen Erpressung mit meinen Kindern mitgeholfen hat. Ja. Und ich dürfe nicht sagen, dass sie pervers gegen meine Kinder vorgegangen ist. Und das seht ihr wieder, das ist ein Angriff komplett auf die Sprache, die ich da entwickelt habe, um die psychische Gewalt des Staates darzustellen, weil was ich geschrieben habe, ist, dass die Landtagsdirektorin als damalige Richterin die Rechte meiner Kinder pervertiert hat, indem sie den Dr. Markus Bühler nicht abgelehnt hat. Darüber musste sie entscheiden, ob der abzulehnen ist. Und meine Argumentation war, ich habe meine Kinder über ihr Recht auf beide Eltern aufgeklärt, auf zivile Art und Weise. Ich habe mit ihnen geredet. Ja. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst Wechselmodell auf eure Stirn tätowieren lassen. Ich habe sie zu nichts gezwungen, habe nur mit ihnen geredet, habe sie aufgeklärt, habe ihnen gesagt, die FDP ist dafür, der BGH hat da was entschieden, die Kinderrechtskonvention, ja, unterstützt euch dabei. Ich habe sie nur über ihre Rechte aufgeklärt. Und ich habe gesagt, der Dr. Markus Bühler hat hier eine verfassungswidrige Rechtsauffassung, ja, weil es kann keine Gefährdung sein, seine Kinder über Rechte aufzuklären. Und das hat eben die Landtagsdirektorin, damals als zuständige Richterin, nicht so gesehen und hat ihn nicht abgelehnt. Da habe ich geschrieben, dann pervertiert sie das Recht, weil meine Kinder als Rechtssubjekte haben das Recht, über ihre Rechte aufgeklärt zu werden. Wie sollen sie denn sonst ihre Rechte wahrnehmen? Ja? Und wenn man das dann als Gefahr stigmatisiert, wie es der Dr. Markus Bühler getan hat, und dann als Richterin diesen Richter nicht ablehnt, ja, weil man eben keine verfassungswidrige Rechtsauffassung sieht, dann ist es eine Pervertierung von Rechten. Und in dem Sinne ist sie pervers gegen meine Kinder vorgegangen, ja, im Sinne von Pervertierung. Ich werde noch ausführlicher über das Urteil des Landgerichts berichten, das mittlerweile vorliegt. Am 30. März wurde das jetzt gefasst. Und da wieder dasselbe Schema wie beim Dr. Markus Bühler. Ja.
Ja, in der Überschrift steht pervers gegen Kinder. Pervers ist eine sexuell abartige Handlung. Ja gut, es steht noch drin, politische Erpressung. Da könnte der durchschnittliche Leser denken, ja, es geht nicht um Sexuelle. Aber die lesen ja nicht den Inhalt, ja, sondern heutzutage lesen die Leute nur die Überschriften und fertig. Ja. Und dann wurde entschieden, ich muss unterlassen, das zu sagen. Das Ganze geht jetzt in die Berufung. Da brauchen wir auch eure Hilfe, ja. Spenden wären da sehr gut. Kommt aber alles noch im Detail. Also, das ist jetzt mal so im Abriss die Vergangenheit von Freifam. Vor 5 Jahren habe ich als Daddy, als Vater von 4 Kindern, der hier gedacht hat, er kann am Familiengericht sich das Recht sichern, mit seinen Kindern Kontakt zu haben nach der Trennung, ja, weil die Ex-Frau das immer wieder verhindert hat. Pustekuchen, musste ich merken, geht nicht. Dann habe ich eine Website hochgezogen mit Freifam, habe da allgemein geschrieben über das Wechselmodell, warum es gut ist, rechtlich, ja, wo steht es drin, welche Parteien unterstützen es und so weiter und meine eigenen Gedanken dazu. Dann eben Ende 2019 wurde mir klar, ich muss komplett angreifen in der Öffentlichkeit, um meine älteste Tochter zu schützen. Und dann der Angriff erstmal der Staatsanwaltschaft Ulm und dann der Strafrichter in Ehingen, in Ulm und am Oberlandesgericht und auch das Verfassungsgericht von Stuttgart, ja. Quasi ein Angriff auf meine Meinungsfreiheit auf der zweiten Ebene, ja, dass ich in die Öffentlichkeit gehe, um mein Recht kämpfe, ja, dieses Unrecht, das gegen meine Kinder geschieht, in die Öffentlichkeit zu gehen, das versucht man jetzt auch zu verhindern. Jetzt macht sogar der Landtag, ja, muss man sich mal geben, der Landtag als demokratisches Organ macht eine Klage gegen mich, weil ich, wie ich finde, zu Recht sage, die Landtagsdirektorin hat als Richterin mitgeholfen bei meiner politischen Erpressung mit meinen Kindern. Ja? Und was macht das Landgericht Ulm? Ja, die kriechen dem Landtag hinten rein und helfen mit, dass diese politische Erpressung mit meinen Kindern noch vertuscht wird und aus der Öffentlichkeit gehalten werden soll. Und in der Zwischenzeit, klar, sind neue Leute dazu gekommen. Wir haben mehreren Familien geholfen, ja, nicht nur einzelnen Eltern beim Wechselmodell, sondern auch dann Familien, wo Kinder in Obhut genommen wurden, also Heim. Da haben wir auch einige Erfolge gehabt, von denen wir auch nicht berichtet haben, weil da eben einiges auch einfach nur im Hintergrund gelaufen ist, wo es nicht notwendig war, darüber zu berichten. Das, was ihr auf Freifam seht, ist quasi die Spitze des Eisbergs, wo wir sehen, okay, in dem Fall gibt es keine andere Möglichkeit, als durch die Öffentlichkeit ein Licht drauf zu werfen und Gericht und/oder Jugendamt, Verfahrensbeistand, Gutachter in ihre Schranken zu verweisen, ja, dass die da nicht völlig hohle drehen und nur noch nach ihrer eigenen Meinung, ihren eigenen Erziehungsvorstellungen handeln und entscheiden. Okay. Und jetzt, 5 Jahre später, stehen wir bei Freifam an einem wichtigen Punkt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, weil ihr habt es ja mitbekommen, wenn ihr die letzten Artikel gelesen habt, es gibt ein paar andere Bewegungen in Deutschland, ja, die sich unterschiedlich organisiert haben und da kriselt es. Es gab auch eine Kampagne, die da helfen sollte, genug Tränen, ja, hinter der der Federaufbruch für Kinder steht und auch Papa, Mama auch, e.V., ja, die sich angeblich alle fürs Wechselmodell einsetzen. Da habe ich eine ganz andere Einschätzung dazu, die ich auch geschrieben habe. Und diese Bewegungen sind im Grunde gescheitert und unglaubwürdig. Oder zu klein einfach. Ja. Und Freifam ist halt eine Bewegung, die sich jetzt über 5 Jahre entwickelt hat, die sich nicht davor scheut, ja, falls nötig in der Öffentlichkeit des Unrechtes, das stattfindet, klar anzuprangern, was auch unser Recht ist,
Und ja, jetzt machen wir morgen die konstituierende Sitzung zur Freifarmcharta. Ihr werdet morgen sehen im Video, wer da alles dabei ist, sozusagen von anderen Organisationen oder auch Einzelpersonen, die das mitmachen, ja, die selber schon viel bewegt haben, zum Teil jahrzehntelang. Und ja, wo geht's hin mit Freifarm? Und ich teile jetzt mal meine Vision mit, die nicht unbedingt die aller Freifarm-Mitglieder ist, ja, oder sein muss. Das ist mal mein Input. Und zwar kriegt ihr da schon von der Freifarmkarte her eine Idee, in welche Richtung das alles gehen könnte. In der Charta wollen wir uns ja eine dezentrale und offene Struktur geben, die inspiriert ist von Open Source Projekten, von der Bewegung, freie Software und wie diese Projekte organisiert sind. Weil, ich habe schon mal gesagt im Video, das ist die beste Art, kompetente Individuen reinzukriegen aus verschiedenen Organisationen. Auch Leute, die einzeln unterwegs sind, Rechtsanwälte zum Beispiel, Verfahrensbeistände. Wir können uns mit dieser Struktur auch am besten schützen vor Angriffen des Staates. Genau. Und so das große Bild hinter der Freifarmcharta ist, und auch meine Vision, wir müssen mit Freifarm ein zivilbürgerliches Gegengewicht zu dieser Blackbox, zu diesem von der Öffentlichkeit abgeschotteten Bereich Familienrecht, Kinder- und Jugendhilfe schaffen. Weil da drin in dieser Blackbox herrschen autoritäre Erziehungsvorstellungen, die nichts mit unserer Demokratie zu tun haben. Ja? Deutschland hinkt in dem Bereich viele Jahrzehnte zurück. Da sind Menschen tätig, die Erziehungsvorstellungen haben, die nichts in unserer demokratischen, in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu suchen haben. Und das sehen wir bei Freifarm quer durch die Bank. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Richter, ja. Das sind, also von dem her, was wir erleben, kannst du die noch nicht mal in einer Hand abzählen, die nach demokratischen Prinzipien, ja, nach dem Wertesystem unseres Grundrechts entscheiden. Also dieses Wertesystem auf Erziehung übertragen. Da gibt's nur ganz, ganz wenige. Und da braucht's unbedingt ein zivilgesellschaftliches Gegengewicht, das da ein Licht darauf wirft, durch Journalismus, Eltern hilft, die da drin gefangen sind. Und wo wir sehen, die müssen wir unterstützen, um freiheitlich-demokratische Grundprinzipien zu sichern. Dabei ist auch ganz klar, wir unterstützen natürlich nicht Eltern, die tatsächlich ihre Kinder gefährden. Wir gucken uns jeden Fall genau an. Und wenn wir sehen, ja, da liegt eine Kindeswohlgefährdung vor und das Gericht hat richtig entschieden, ja, oder das Jugendamt hat die Kinder zu Recht rausgenommen bei der Familie, ja, weil tatsächlich eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, dann machen wir da auch nichts. Das ist auch klar, ja. Wir sind niemand, der einen Freischein den Eltern gibt, die wirklich ihre Kinder gefährden. Wir lassen uns auch nicht instrumentalisieren für Leute, die sagen, die mit falschen Vorwürfen das Wechselmodell verhindern wollen. Ja? Da lassen wir uns auch nicht instrumentalisieren. Wir helfen nur Eltern, die erstens keine Kindeswohlgefährdung begehen, zweitens den freiheitlich-demokratischen Grundprinzipien verpflichtet sind und die in der Erziehung eben auch achten. Und dieses zivilgesellschaftliche Gegengewicht, das ich in Freifarm sehe, muss quasi in sich die Werte leben, die wir verteidigen wollen.
Also Freifarm muss in sich maximal transparent sein, maximal faktenorientiert sein, maximal demokratisch orientiert sein. Ja, das Wechselmodell ist die demokratische Erziehung. Zwei Eltern, Pluralismus der Erziehung. Ja. Ganz einfach, das Kind kann dann zwei verschiedene Meinungen mitkriegen, kann sich seine eigene bilden und sich selbst zu einer eigenständigen Persönlichkeit entwickeln. Also diese Werte müssen wir auch intern sozusagen leben. Ja. Aber da Freifarm eher ein offenes Netzwerk ist wie Open-Source-Projekte und transparent, gibt es dieses intern eigentlich nicht. Und das ist schon der Schutz davor, dass wir unsere Werte verraten. Und das wäre so meine Vision für Freifarm, sag mal, für die nächsten 5 Jahre. Und für die nächsten 5 Jahre heißt es dann einfach, so viel Menschen wie möglich, so viel Professionen, Wissenschaftler, Rechtsanwälte, Betroffene, Unterstützer, ja, die spenden und finanziell helfen, weil es wäre schon schön, wenn Eltern, denen wir helfen, auch Spenden an Freifarm, weil wir haben ja Unkosten schon allein unsere Infrastruktur, ja. Aber gleichzeitig brauchen wir auch Spenden, dass wir Eltern helfen können, die halt kein Geld haben, ja, die von Sozialhilfe leben. Und denen kannst du die Kinder natürlich noch viel einfacher nehmen, weil wie sollen die sich wehren, ja, mit Prozesskostenhilfe und dann Anwalt, der dafür kleines Geld arbeiten soll, der dann im Grunde, sehen wir es realistisch, 0815 Arbeit macht, weil sich sowieso nicht lohnt. Der ganze Aufwand, den man treiben müsste, um Kinder aus dem Heim rauszukriegen. Ja, da brauchen wir auch Unterstützer. Und wo sehe ich uns in 5 Jahren? Ich hoffe, dass wir so eine, als Netzwerk die Grundlage sind für grundsätzliche Veränderungen in Deutschland. Also in 5 Jahren muss das Wechselmodell da sein. In 5 Jahren möchte ich, dass klar ist, welches Unrecht in Deutschland passiert. In 5 Jahren soll sich die Gesellschaft angeekelt, angewidert, abwenden von dem jetzigen Familienrechtssystem, das in einer autoritären Erziehungslogik steckt, die nichts mit unserer demokratischen Gesellschaft zu tun hat. Schaut doch meine Videos dazu an auf YouTube oder die Artikel auf freifarm.de, um das besser zu verstehen. In 5 Jahren, das wäre mein Ziel für Freifarm, dass wir alle, die in dem Bereich aktiv sein wollen, egal in welchen anderen Organisationen sie drin sind, das ist mir völlig egal, ja. Freifarm kooperiert nicht mit Organisationen, sondern Freifarm ist ein Netzwerk für Individuen. Ja, du kannst in der Kanzlei drin sein mit Anwälten, du kannst ein Mitglied beim Väteraufbruch sein oder bei Papa, Mama auch, völlig egal. Wenn du was bewegen willst, bist du als Einzelner bei Freifarm willkommen, kannst es dann verbinden mit deiner eigenen Organisation, kannst da was machen, zusammen mit Freifarm. Es ist egal, wie viel Anteil da bei Freifarm ist oder bei deiner Organisation, spielt keine Rolle. Nutz unser Netzwerk als hoffentlich das Netzwerk, in dem du alle Informationen kriegst, alle Kanäle hast, die du brauchst, um in Deutschland was zu verändern. Ja, wir sind offen und inklusiv. Wir bieten dir die Struktur, das Netzwerk, das Know-how, die Tricks und Kniffe, um eine demokratische Erziehung in Deutschland, in Familiengerichten und in der Kinder- und Jugendhilfe zu verankern. Damit diese Prinzipien, damit das Wertesystem unseres Grundgesetzes endlich auch in diesem Bereich voll durchgreift. Ja? Damit es nicht mehr im Verborgenen stattfindet und persönliche Erziehungsprägungen eine Rolle spielen, sondern dass unser Grundgesetz, ja, das Recht auf Erziehung der Kinder, die gleichberechtigte Erziehung, auch Kinderrechte, ja, dass die geachtet werden. Und wenn du dabei mithelfen willst, bist du willkommen. Da ist jeder willkommen in Freifarm.
und kann da mitmachen. Und wie am Anfang gesagt, ich glaube, es wäre uns allen lieber, wenn wir heute nicht den 5. Geburtstag von Freiform feiern müssten und stattdessen in Deutschland schon alles Paletti wäre. Ist es aber nicht. Und wer weiß, was es dann in 5 Jahren noch weiter zu tun gibt. Ich hoffe, dass die gröbsten Schnitzer, ja, wie zum Beispiel das Residenzmodell, das in Deutschland faktisch gilt durch die BGH-Entscheidung von 2017 zum Wechselmodell. Schaut da rein, ich habe auch schon Videos dazu gemacht, darüber geschrieben. Wir leben faktisch in einem Familienrechtssystem, das einer autoritären Erziehungslogik folgt. Und das müssen wir ändern. Und da müssen wir über Freifam die demokratischen Werteprinzipien hochhalten, die demokratische Erziehung, die gleichberechtigte Elternschaft und die Kinderrechte. Das gehört alles zusammen, auch bei den Obhutnern. Okay. Dann hoffe ich sehe euch morgen in der konstituierenden Sitzung zur Freifarmcharta. Und vielleicht noch eins. Ich bin ja jemand, der zum Teil sehr scharf Kritik übt an anderen Organisationen, an anderen Leuten. Ich sehe, dass es manchen Leuten sauer aufstößt. Ich verstehe das, es ist schwer, mit so Kritik umzugehen, ja. Noch dazu, wenn dann jemand vielleicht dann Recht hat, was man dann nach Jahren merkt. Es ist auch schwer, das anzuerkennen. Ich habe hier auf meiner Seite überhaupt keine negativen Gefühle irgendjemandem gegenüber. Also, wer sagt, hey, ja, war falsch. Ja, hast Recht gehabt oder hier hast Recht gehabt, da aber nicht. Und ich möchte mit Freifarm was machen, oder wir möchten mit Freifarm was machen, seht ihr herzlich willkommen. Ne? Ich habe persönlich da keine Animositäten. Und Freifarm bin nicht ich. Ne? Das ist das Ziel. Freifarm ist das Netzwerk, das sind die Leute da drin. Und ich möchte natürlich auch die nächsten 5 Jahre gerne der sein, der hilft, Freifarm voranzubringen. Das hängt aber auch zunehmend von den Leuten ab, wie auch jetzt schon, ja. Die da meine Kompetenz anerkennen, vielleicht meinen Führungsstil auch gut finden, der eben, wie ich hoffe, demokratischen Prinzipien folgt oder auch Gleichwertigkeitsprinzipien, Gleichheitsprinzipien, Respekt vor Kompetenz und geachtet der Persönlichkeit. Okay, genug zum 5-jährigen Geburtstag von Freifarm. Und war schön, euch morgen zu sehen in der konstituierenden Sitzung. Morgen Ostermontag, 10. April 2023, 19 bis 21 Uhr auf YouTube in unserem Freifarm-Kanal. Links findet ihr auch auf freifarm.de auf der Website und ihr könnt im Live-Chat da auch dann einen Input abgeben, was ihr zur Freifarm-Charta und der Zukunft von Freifarm denkt. Und ja, wäre toll euch da zu sehen. Bis morgen hoffentlich. Tschüss, liebe Freifarm-Zuschauer.